wir kochen heute ein super Omelette-Sandwich. Mit Eier, Milch, Schnittlauch und Salz, Pfeffer und so. Und auf jeden Fall müssen wir dann... kann ich das andere Bild nicht angucken? Doch, da. Müssen wir eine Bacon auf den Dings legen. Und deswegen würde ich sagen, müssen wir als erstes den Bacon anbraten. Gleich als erster Schritt. Und ich brauche eine große Pfanne. Und ich glaube, die beste Pfanne dafür, fürs Omelette. Bei 4 Scheiben Toast. Und wie groß sind denn 4 Scheiben Toast eigentlich? Ich hole mal kurz alles aus dem Kühlschrank. Das. Das muss ich gleich noch mal kurz ins Rezept reingucken. Nicht als erstes wird es kalt bis dato. Bacon erst, wenn er gebraucht wird, anbraten. Der braucht nur 10 Sekunden maximal. Also, dann. Das sind unsere Materialien zum frühen Morgen. Ich stelle mal die Kamera ein kleines bisschen runter, da seht ihr das oben, ja. So. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir einfach an. Mit, geht das schnell, in eine Schüssel 3 Eier geben. Brauchen wir erstmal eine Schüssel. Also, wir hauen da jetzt einfach mal die 3 Eier rein. 3 Eier in die Schüssel geben. So. Machen wir ein Ei rein, zweites Ei rein und zu guter Letzt noch ein drittes Ei. 30 ml Milch, da können wir jetzt einfach gucken, nämlich. Ja. Wir können das auffüllen sozusagen, das ist ja das Praktische an der Sache. Nebenbei könnte ich mir eigentlich auch mal einen Kaffee machen. Einfach so nebenbei. Das sollten 30 ml gewesen sein. Dann müssen wir mal gucken, Milch und Schnittlauch. Schnittlauch habe ich jetzt gerade keinen frischen da. Ich fahre heute Nachmittag in den Garten. Deswegen nehmen wir einfach ein bisschen was zu dem Schnittlauch. Der geht aber auch. So, dann. Und mit Salz, Pfeffer würzen. Salz, Pfeffer würzen, das kann ich auch. Pfeffer rein. Pfeffer kann nie schaden. Und Salz. Mit einem Schneebesen alles flüssig verrühren. Das ist, und deswegen ist es sehr praktisch, dass ich das hier genommen habe. Sieht das gut aus? Ich denke, das sieht gut aus. Wisst ihr, was noch besser aussieht? Hier, dieses braune Gold. Eine große Pfanne etwas Butter erhitzen und den Inhalt der Schüssel hineingeben. Große Pfanne, es ist die Frage, ist das eine große Pfanne? 4 Toastbrotscheiben in ein 4 Toastbrotscheiben, also pass auf, ich hole mal 4 Toastbrotscheiben raus. Da habe ich natürlich das große Toast, ne? Ich könnte es halt so. Es wird kritisch, ne? Was machen wir denn da? Kann man 2,5 Toastbrotscheiben so nehmen? Ja, alle halb, ja. Dann haben wir wenigstens einen Abstand von 1 cm. Wenn ich die dann alles so reinlege, sollte es doch eigentlich passen, oder? Das sind dann 1,5 Toastbrotscheiben statt 4. Das geht nicht. Ja, das wird ja gefalten. Ah! Scheiße! Gucken wir uns das nochmal an. Die Toastbrotscheibe, die esse ich später. Kann ja ihr halbes sozusagen machen. Pass mal auf, wenn ich von dem ein Stück abschneide. Kann ja von beiden Seiten eins abschneiden. So. Da ist es sozusagen eine Scheibe ist kleineres Toast. So. Das sieht ein bisschen blöd aus, aber dann wird die zwei zusammen und die zwei zusammen. Das geht schon, das machen wir so. Das sollte so passen, oder? Probieren wir. Wir probieren das einfach aus. So, also das sind unsere Haupttoastbrote, das sind dann mein Mittagessen und mein Abendbrot. Wir müssen jetzt die Butter zergehen lassen, war das richtig? Butter erhitzen, genau, wie viel Butter denn? Sollte man das eigentlich nicht sehen? So. Oh, da müssen wir noch Butter zerlassen. Mikrowelle noch ein bisschen Butter zerlassen, das können wir hier in eine Schale reintun. Ja, Butter schadet, ne? Butter ist es nichts Böses, würde ich sagen. Ich kann ja überall noch eine Ecke abschneiden. Pass auf, wenn ich jetzt hier von denen ohne eine Ecke abschneide. So. Ich finde das komische Dinger, aber. Da und da, da und da.
Genau so legen wir das rein. Wir haben ja alle vier zusammengeklappt. Ach so! Ja, das wird ein sehr lustiges Teil auf jeden Fall. Das sieht, ich sag mal so, Cedric, das wird nicht so aussehen wie in deinen Wunschvorstellungen wahrscheinlich. Ich würde sagen, hauen wir das jetzt rein hier. Scheiß drauf, geht los. Das rein. Direkt die Scheiben nachher. Das passt alles rein. Wir legen das dann alles schön zusammen, das passt schon. So, Butter drüber pinseln, guck mal, ich habe sogar so einen geilen Pinsel. Hab ich lange nicht benutzt. Butter, reinstes Butterparadies wird es. Wie heiß, so richtig heiß gewesen, als das Ei reinkam. Also, ja klar war die Pfanne heiß. Also, denke ich mal. Die muss ja auch heiß gewesen sein, weil sonst wäre Butter nicht geschmolzen. So, ich könnte aber schon mal die Tomaten und die Mozzarella schneiden. Das kann man schon mal machen. Einmal Tomate in Scheiben schneiden. Knusprig. Mozzarella auch. Mozzarella ist übrigens das Beste, was es gibt, ne? Ja, ist geil. So, guck mal. Ich würde sagen, versuchen das jetzt, das ganze Konstrukt mal zu wenden. Damit herzlich willkommen bei Philipp wendet Sachen Teil 2. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Naja. Können wir hier das Toast mal teilen. Wissen wir jetzt schon mal, wo die Grenzen des Machbaren sind. Über einem Toast eine Scheibe Mozzarella. Die zweite Toast eine Tomatenscheibe. Wir machen das alles ein bisschen mehr. So. Mozzarella kannst du nicht sparen. Komm, scheiß drauf. Muss ein bisschen interpretieren, muss man ja ein bisschen. Sieht nicht sehr appetitlich aus. Ja, aber sie ist auch noch nicht fertig, Tammy. Warte mal kurz ab. Ich habe schon dreimal gemacht. Ah, okay. Sieht nicht sehr, bei mir sieht es besser aus. Okay. Jetzt das. Umklappen auf den. Und das kann ich umklappen auf das hier. Ah! Du? Hinten ist Ei rausgefallen. Oh. Oh. Nom nom nom. So 2 bis 5 Scheiben Speck knusprig anbraten. Das machen wir jetzt sozusagen hier in der gleichen Pfanne, hat er gesagt. Cool. Also sozusagen die Bacon dann hier auf beide. Dann Käse. Und dann das andere hier drauf. Richtig? Ich denke schon. Normalerweise liegen sie zusammenhängend nebeneinander. Zusammenhänge muss halt erstmal verstehen, ne? Ob jetzt dieser Bacon zusammenhängen muss oder nicht. Das liegt, bei mir liegt halt alles ein bisschen kreuz und quer. Er muss rotbräunlich sein. Rot, ja, ich weiß, wie Bacon halt aussehen muss eigentlich. Deswegen wollte ich den ja in einer extra Pfanne machen, nicht mit hier drinne. Bei mir sieht Bacon eher rot roh aus. Braun-rot. Braun-roh. Guck mal, jetzt wird er Bacon braun. Also, wir legen jetzt den Bacon hier drauf. Ist egal jetzt. Bacon. Bacon. Das sieht halt nicht so knusprig aus, aber der geht schon. Bacon, Bacon, Bacon. Ich muss ja nicht alles so machen, wie es in der Anleitung steht. Hoppala. Dann ich nehme mal 2 Scheiben Käse, weil in dem einen ist ein Loch drin. Auch ein Loch drin. So. Und jetzt muss das andere da noch drauf gehoben werden, richtig? Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Ah! Hilfe. So?
Mach doch Hitze etwas höher. Die ist schon ganz hoch. Nee, der Bacon muss. Ach, der Bacon muss nicht mehr. Echt, ich hab das auf 7 von 9 gehabt. Sieht abartig aus. Wenn's schmeckt. Komm. Ah, das muss einfach schmecken. Boah, sieht ein bisschen glückt aus. Liegt allein schon daran, weil die Baked-Scheiben bei mir, weil die Toast-Scheiben nicht ganz gerade waren. Du, würde ich sagen. Lassen wir es so. Wie gesagt, man muss auch mal improvisieren. Das ist also. Ja, deswegen nur eine Tomate. Ein bisschen, das ist total schade. Das ist total schade. Das ist doch Toast mit Tomate, Mozzarella, normalen Käse, Bacon, Ei und alles drum und dran. Komm, wir probieren das jetzt mal. Also so sieht's aus. Sieht jetzt gar nicht mal so schlecht aus, würde ich jetzt sagen. Wabbeliger als Wackelpudding. Und du hast Picke auf der Nase. Ich weiß, habe ich gestern bei Freitag-Nacht-Stream schon gesagt, dass ich aussehe wie Rudolf. Das ist nichts Neues. Aber ich muss sagen, schmeckt schon geil. Auf jeden Fall aus dem Schau. Aber schmeckt tut's gut. Also, du kannst echt nicht meckern, muss ich ehrlich sagen. Ach, ich bin mal vorhaben. Mein Kaffee! Mein Kaffee, es ist essbar. Es ist essbar, definitiv. Cedric, mach das gerne nach. Zeig uns, wie das funktioniert. Mach ein Video, stell es hoch. Letzten Stücken. Ja, super aufgeräumt halt. Ja, ich das noch. Und dann. Fertig! So, und naja, ich würde sagen, das reicht für heute. Wir haben jetzt ein kurzer Kochstream. Mehr war nicht geplant für heute Morgen. Alles klar, okay, ich sag tschüss und ich.